So, wir haben jetzt schon gutes Sortiment von Funktionen, die wir ableiten können, wo wir die Ableitung auch kennen. Aber die wichtigste Funktion steht vielleicht noch aus, ja, nämlich die Exponentialfunktion. Und damit dann auch die Umkehrung davon, nämlich die Logarithmusfunktion. Und natürlich die Exponentialfunktion. Wenn wir die kennen, dann können wir auch was über Sinus und Cosinus aussagen. Gut, von daher sollten wir jetzt also gucken, was können wir über die Ableitung der Exponentialfunktion aussagen. Und die Exponentialfunktion, da haben wir ja im Prinzip zwei wesentliche Aussagen. Erstens mal eine Eigenschaft, die wesentliche Eigenschaft, die die Exponentialfunktion charakterisiert, nämlich dass das e von oder e hoch x plus y ist e hoch x mal e hoch y. Und das könnte man benutzen, um direkt die Ableitung auszurechnen. Ja, mit einigen Abschätzungen und so könnte man davon direkt die Ableitung sich angucken. Wir wollen das aber anders machen, ein bisschen mehr systematisch, indem wir nämlich die andere Eigenschaft benutzen, die wir über die Exponentialfunktion haben, nämlich dass wir die als eine unendliche Potenzreihe anschreiben, darstellen können. Ja, und ja, Potenzreihen sind halt sehr schön, ja, die konvergieren im bestmöglichen Sinne. Ich habe gleichmäßige Konvergenz auf kompakten Gebieten. Und da ist natürlich die Erwartung, ja, dass alles, was wir über endliche Summen wissen, eigentlich für diese unendlichen Summen genauso gilt. Also insbesondere erwarten wir, dass bei so einer Potenzreihe die Ableitung davon einfach die Summe der Ableitung ist. Ja, so genauso wie wir es ja für endliche Summen wissen. Und das gilt dann auch, und das ist eine allgemeine Aussage, also für Potenzreihen, die kann ich in ihrem Konvergenzradius eigentlich gliedweise ableiten. Nicht? Und das ist ein sehr wichtiger Satz, den will ich jetzt vielleicht einfach mal formulieren, weil der wird uns dann zum Beispiel die Möglichkeit geben, für alle Funktionen, die wir durch Potenzreihen darstellen können, ihre Ableitung auch als Potenzreihe darzustellen. Und damit die Ableitung zum Beispiel bestimmen. Also ich nehme mal an, ich habe eine Funktion gegeben, die ich mir angucken will. Ja, das wird nachher zum Beispiel die Exponentialfunktion sein. Die sei auf dem Intervall i durch eine Potenzreihe gegeben. Ja, also ich gucke mir eine Funktion an. Die ist auf i durch eine Potenzreihe gegeben. Ja, das heißt also, ich kann das f schreiben als eine unendliche Summe von n gleich 0 bis unendlich. Dann habe ich Koeffizienten an und dann habe ich halt a mal x hoch n. Und diese Koeffizienten, das sind natürlich reelle Zahlen. Also ich gucke mir ja jetzt reelle Funktionen an. Ne? Kann man im Prinzip auch auf c machen, aber machen das jetzt im Reellen. Also ich habe eine Funktion, die ist so durch so eine Potenzreihe gegeben. Und dabei will ich, also bei Potenzreihen weiß ich ja, bei denen gibt es ein Konvergenzintervall, auf dem sie halt konvergieren. Und im Innern vom Intervall ist die Konvergenz halt sehr schön. Ne? Und ich nehme jetzt gleich mal an, das Intervall i hier, das sei gleich das Intervall, auf dem das Ding konvergiert. Das heißt, das i nehme ich hier an. Ist einfach das Intervall von minus Rho bis Rho, wobei Rho der Konvergenzradius von meiner Reihe ist. Nicht? Und wir haben ja quasi Formeln gesehen, wie ich aus diesen Koeffizienten hier diesen Konvergenzradius ausrechnen kann. Und bei der Exponentialfunktion oder auch bei Sinus und Cosinus ist der unendlich. Das heißt, ich habe diese Konvergenz hier, diese Darstellung auf ganz R. Aber im Allgemeinen kann das Konvergenzintervall auch kleiner sein. Gut, also ich habe das i also geschrieben als offenes Intervall von minus Rho bis Rho. Und Rho ist der Konvergenzradius. Rho. Der Konvergenzradius der Reihe. Nicht? Okay, und im Allgemeinen haben wir oft auch rein betrachtet, wo ich hier das x noch um den Punkt x0 verschoben habe, aber hier gucke ich mir jetzt Entwicklung um die 0 an. Eine Verschiebung kann ich natürlich auch machen, dann gilt es hier genauso, dann verschiebt sich halt einfach nur, anstatt dass ich ein Intervall um die 0 habe, habe ich dann ein Intervall um Punkt x0. Ja, und was ist jetzt meine Aussage? Wenn ich so eine Funktion habe, dann ist diese Funktion erstmal differenzierbar. Das ist ja schon mal eine gute Aussage. Also die solche Potenzreihen, die sind immer differenzierbar und zwar auf ihrem ganzen Intervall i, also auf dem Intervall, wo sie konvergieren, auf dem offenen Intervall. Ja, die Randpunkte nehme ich nicht dazu. Ja, die Randpunkte, da kann es auch noch konvergieren, aber bei den Randpunkten wissen wir ja, dass das Verhalten immer ein bisschen diffizil ist. Ja, aber im Innern ist alles sehr schön. Und das gucken wir uns an, weil die Differenzierbarkeit ist ja auch nur auf offenen Intervallen definiert. Also meine Behauptung ist, dann ist f
differenzierbar und ich kann die Ableitung meiner Funktion auch als Potenzreihe hinschreiben, indem ich nämlich einfach die Funktion da oben gliedweise ableite. Also ich meine, ich muss ja die Ableitung von der Summe nehmen und das ist nichts anderes als die Summe der Ableitung. Und jeden Term da oben, das a n mal x hoch n abzuleiten, das ist natürlich kein Problem. So, die Behauptung ist also, und diese Ableitung ist durch die gliedweise differenzierte Reihe gegeben, Das heißt also nichts anderes, das f' von x, das ist also die Summe, genau wie oben, von n gleich 0 bis unendlich. Und dann nehme ich halt die Ableitung von jedem der Terme. Also an ist ja einfach eine Konstante, die bleibt natürlich stehen. Und das x hoch n, die Ableitung von x hoch n, ist natürlich einfach n mal x hoch n minus 1. Also ich kriege hier einen Faktor n mal x hoch n minus 1. Gut, und natürlich, wenn ich hier anfange mit n gleich 0, dann habe ich ja hier n, also 0 mal irgendwas, der Term fällt halt weg. Und effektiv fange ich hier bei dieser Reihe erst mit n gleich 1 an. Und dann habe ich ja wieder hier x hoch 1 minus 1, also x hoch 0. Also ich fange mit dem konstanten Term an. Ich hab nicht den Term 1 durch x noch hier, weil der wird durch das n hier weggehoben, egal was es an ist. Gut, also ich nehme diese Reihe hier und vielleicht schreibe ich einfach jetzt statt n gleich 0, schreibe ich das wirklich dann explizit hin, dass ich hier bei 1 anfange, weil der Term mit 0 ist ja nicht da. Und die Behauptung insbesondere ist natürlich, dass diese Reihe hier auch konvergiert. Ja, und diese Reihe hat den gleichen Konvergenzradius wie oben. Wenn man sich die Formel für den Konvergenzradius anguckt, dann kann man daraus das sehen, dass diese Reihe hier also den gleichen Konvergenzradius hat. Also diese Reihe hier konvergiert. Ich kann damit eine Funktion definieren und diese Funktion stimmt mit der Ableitung der Funktion f überein. Also das schreibe ich vielleicht hin, dass diese Reihe den gleichen Konvergenzradius hat, weil das ist hier ein Teil von der Aussage natürlich. Also diese Reihe hat denselben Konvergenzradius wie die ursprüngliche Reihe für f. Und das ist jetzt natürlich eine sehr schöne und auch machtvolle Aussage. Also ich kann einfach Potenzreihen, kann ich wirklich einfach differenzieren, genauso wie ich es erwarten würde, gliedweise, und es konvergiert alles sehr schön. Und es gibt mir dann natürlich die Ableitungen von vielen Funktionen.